Ich weiß gar nicht mehr, wie die Kamera funktioniert. Hä? Ich sehe aus wie so eine Leiche. Oh Gott, ja, das sieht auch nicht besser aus. So, jetzt einmal ordentlich. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog hier. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, jetzt noch einen Vlog zu drehen, weil es ist, wie spät ist es? Hallo Mann aus der Regie. Ich habe meine Uhr nicht mit. Ach so, wir haben gerade beide kein Handy, aber ich glaube, es müsste gleich so ungefähr 16 Uhr sein und es wird gerade dunkel draußen. Und wieso laber ich eigentlich so viel rum? Auf jeden Fall wollte ich heute eigentlich springen. Also springen. Ich wollte mal so ein Hindernis aufbauen und das geht halt nur draußen auf dem Platz. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel man gleich noch sehen wird. Ja, das Gute ist, wir haben Flutlicht auf dem Platz. Ich weiß aber nicht, inwiefern man dann noch irgendwas erkennen kann. Wir geben einfach unser Bestes und wenn das nichts wird, dann seht ihr halt, wie ich im Dunkeln springe. Also dann seht ihr halt gar nichts. Wir befinden uns hier jetzt schon im Keller und ich würde mal sagen, Chris ist jetzt dafür zuständig, dass er hier ein Outfit aussucht, weil ihr wisst ja, ich kann mich immer nicht entscheiden. Also turne ich mal die Kamera um. Wieso geht das jetzt so schnell? Das ist eine Schabracke von 1803. Ja, die will ich haben. Und passen dazu die Bandagen. Dein Ernst jetzt? Ja. Echt jetzt? Ja. Die? Ja. Wirklich? Ich habe schwarz an. Ich muss irgendwas machen, wozu schwarz passt. Der Rand war halt dunkelblau, deshalb passt es nicht so. Mann, Chris, willst du nicht irgendwas? Das? Ich denke, ich darf das aussuchen. Ist das eigentlich gut, wenn man hinten auf deiner Jacke Niendorfer TSV sieht? Weiß ich nicht. Schaden tut's nicht. Okay. Mal, dann nein, nicht die. Doch. Nein, doch. Die sitzt aber scheiße. Oh. Was passt denn zu schwarz? Hauptsache, ich sag, Chris darf entscheiden, aber im Endeffekt entscheidet er gar nicht. Aber weiß? Ja, aber das ist zu gut. Jetzt wird es aber richtig wild hier. Aber das glitzert aber schön im Flutlicht. Wir nehmen die. Du willst jetzt mit einer weißen Schabracke springen? Ja. Und weiße Bandagen? Die Bandagen kann man weglassen. Ja, nee, dann nehmen wir weiß. Nee, dann nehmen wir das. Sind wir heute wild unterwegs? Alles klar. Ja, Chris hat sich entschieden. Er dachte sich so, heute gehen wir mal komplett weiß. Machen Springreiter wahrscheinlich auch so, ne? Weiße Schabracke, schön mit Glitzer und dann noch bandagieren. Finden wir gut, nehmen wir mit. Ich habe mich schon angezogen. Und Leute, wir haben gefühlt minus 80 Grad draußen. Aber das soll uns jetzt mal nicht davon abhalten, loszufahren. Was machst du da? Glitzertest. So, ich habe jetzt mein Stirnband aufgesetzt. Ich habe eine Fließjacke an, ich habe eine fette Jacke an und ich hoffe, dass wir es jetzt überleben werden. Und den Kram habe ich jetzt auch. Jetzt müssen wir noch das Essen vorbereiten und dann fahren wir los. Chris ist schon wieder am Essen. Fertig? Oh. Wir gehen jetzt kochen. Wir brauchen Licht. Ach nee, oh, das war jetzt die Garage. Hat jemand nicht sauber gemacht? Ich war das nicht. Doch, gestern. Als du es eilig hattest. Achso. Naja, ich mache jetzt erstmal das fertig und dann fahren wir gleich los. Vorne 2,7 und hinten 2,4. Hi. Ich muss erstmal meinen Reifendruck prüfen, das wird mir schon seit 5 Tagen angezeigt. Und ich habe es nie gemacht, also machen wir das jetzt. Ja, was habe ich jetzt gesagt? Wir machen erstmal vorne 2,7. Welche Richtung dreht? In welche Richtung dreht man denn auf? Hä? Nach rechts oder nach links? Wie gefällt dir das hier? Ach so, ah! Ich konnte das sonst auch immer. Toll machst du das. Danke. Nehmen wir jetzt alle 4 Räder Nein. auf? Reifendruck ist wieder in Ordnung. Wir sind super nach Hause gekommen. Wir sind toll in den Stall gekommen und jetzt, es ist wirklich schon sehr dunkel draußen. Was machst du da? Draußen zeigen. Achso. Es ist wirklich schon sehr dunkel draußen. Ich bin sehr gespannt, was wir gleich sehen werden oder was ihr sehen werdet. Aber wir starten erstmal. Ich bin gespannt. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Wann habe ich nur mal geschoren? Vor 3? Vor 4 Wochen? Länger. Echt? Mhm.
Auf jeden Fall habe ich Nuno für vor vier, das ist 4 oder 5 Wochen gewesen sein, habe ich ihn geschoren. Eigentlich wollten wir ihn dieses Wochenende wieder scheren, aber wir haben es nicht geschafft. Und jetzt ist er so plüschig. Aber es ist jetzt leider so. Wir sollten uns wirklich beeilen, bevor es richtig, richtig, richtig dunkel ist. Und der Junge hat Bock. Let's go. Weißt du, woran wir nicht gedacht haben? Nuno? Nee. Wir hatten Minusgrade und es kann sein, dass der Reitplatz eingefroren ist. Hallo. Hallo. Leute, ich würde sagen, wir gehen erstmal kurz auf den Reitplatz und checken, ob der nicht eingefroren ist. Also wenn, wenn der jetzt gefroren ist, dann heule ich. Ja, dann heule ich auch mit. Also der Platz ist auf jeden Fall nicht gefroren. Aber ich bin gefroren. Mir ist so kalt. Aber das ist ja egal. Du musst es auch kommentieren, was du filmst. Kommentieren? Ja. Hallo, Nuno. Oh. Schraub dich warm. Und ich gucke einfach zu. Das ist auch immer wichtig, dass man Arbeitsteilung macht. Das heißt, ich lasse mir das Pferd jetzt putzen, weil ich reite ja gleich. Also es muss ja immer alles aufgeteilt werden, ne? Ne? Ja. Ja. Sondern wollen wir mal die wunderschönen weißen Bandagen dran machen, passend zum matschigen Wetter. Hat Chris sich auf jeden Fall sehr gut ausgedacht. Ich bin jetzt allerdings... Hallo? Ich bin jetzt allerdings zu faul, noch unter den Bandagen da drunter zu machen. Deshalb bandagieren wir die jetzt einfach so. Hey, willst du mal die andere Seite bandagieren? Auf gar keinen Fall. Warum nicht? Weil ich das nicht kann. Ich auch nicht. Aber ich habe eine andere Idee. Ja. Du kannst ja mal, also wir machen Nuno, was? Wir machen ein Video, wo du Nuno zum Reiten fertig machst. Das hatten wir schon. Aber nicht zum Reiten, so mit Bandagieren und Sattel drauf und Trense drauf. Ja? 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 Leute, wollt ihr das sehen? Weil Chris kann das immer alles so gut machen und erklären, also da ist er wirklich ein Profi drin. Schreibt's mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf habt. Habt ihr mit Sicherheit. Licht haben wir jetzt schon mal angemacht. Also... Ja, so dunkel ist es nicht, aber so viel von mir erkennen wird man auch nicht. Aber egal. Jetzt bauen wir erstmal einen Sprung auf. Und ein Cavaletti. Und was sagen Sie dazu? Mir ist kalt. Heul nicht rum. Boah, das fasse ich nicht an. Hä? Das ist Vogelkacke. Ah, hä, was brauchen wir denn jetzt? Also ich würde sagen, wir nehmen einen Cavaletti auf jeden Fall. Und dann bauen wir noch so ein Kreuz auf. Ja, los, hab, hab. Nee, Spaß. Also erstmal ein Cavaletti. Und dann haben wir hier, da haben wir Auflagen. Ja, moin. Wir bauen mal schnell was Schönes auf. So, wir haben einmal da hinten irgendwo ein Cavaletti stehen. Und hier habe ich jetzt erstmal ein kleines Kreuzchen hingemacht. Leute, also wir springen halt wirklich nie und wir sind noch nie so einen Sprung gesprungen. Deshalb habe ich jetzt erstmal ein Kreuz daraus gemacht. Vielleicht sterben wir ja auch gleich. Und jetzt wird das Pferdchen geholt. So, wir sind jetzt ready to go. Machen wir auch die Trense zu und dann geht's los. Drückt mir die Daumen, dass wir es überleben. Ihr könnt jetzt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob wir es überhaupt über das Kreuz schaffen. Glaubst du, wir kriegen das hin? Nein? Mhm. Dein Ernst? Mhm. Echt jetzt? Mhm. Also Chris ist sehr zuversichtlich, dass wir das nicht schaffen. Wir werden sehen, was passiert. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ich habe ihm übrigens seine Po-Decke angezogen, damit der Popo nicht friert. Habe ich eigentlich nachgegurtet? Eine Sekunde, wir haben es gleich. Chris filmt gerade nebenbei mit dem Handy. Wir sind gerade ein bisschen am Rumprobieren, mit was man besser filmen kann jetzt bei dem Licht. Irgendwie wackelt die Kamera total, obwohl man nicht wackelt. Und das sieht merkwürdig aus. Wie sieht das auf dem Handy aus? Du musst dann aber quer filmen, ne? Er filmt hochkant. ja, mal gucken, ob man gleich irgendwas erkennt. Wir starten mal.
so tired, getting so damn tired. Getting so tired, getting so damn tired. I might wake up at noon, then maybe it's news. Yeah, I'ma just do what I want. I don't need no approval, I'ma just do whatever I feel like. Going out all night with my friends, spend the whole day just laying in bed. Please don't mess with my mood, don't say what to do. Yeah, I'ma just do what I want. I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. I'm getting so sick of people trying to tell me what's wrong or right. Losing my patience, I don't care about what you think, no. I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. Also Kameramann Chris ist schon erfroren, der guckt, als wenn er gleich stirbt, aber ist jetzt leider so, mir ist heiß, wir starten jetzt. Also wir haben uns aufgewärmt und ich springe jetzt übers Cavaletti. Leute, wir kriegen das hin. Und dann springen wir das Kreuz und dann machen wir das Kreuz höher. Let's go. Oder auch nicht. Ich muss Ihnen das erstmal zeigen. Es ist mit dem halbblinden Pferd nicht so einfach. About your opinion, none of your business. What I be doing now? Why do you even bother making up problems? I don't got time for that, no. Could you please just back away? Leave me alone, get out of my face. Don't care about your opinion, none of your business. What I be doing now? I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. I'm getting so sick of people trying to tell me what's wrong or right. Losing my patience, I don't care about what you think, no. I'm so goddamn tired of people trying to tell me how to live my life. War das gar nicht. Aber so hoch war das auch nicht. Geh in die Sattelkammer. Was? Du sollst in die Sattelkammer gehen. Hey. Ja, das ist warm. So Leute, ich habe Chris jetzt in die Sattelkammer geschickt. Der hat sich wirklich den Arsch abgefroren. Ich gehe hier jetzt noch zu Ende Schritt und dann filmen wir gleich weiter. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe Schlimmeres erwartet. Also wirklich, Nuno und ich machen das halt nie. Erstmal sorry für diese Qualität jetzt, aber es ist einfach stockdunkel. Ja, Nuno und ich sind zum ersten Mal so ein Hindernis gesprungen. Und ja, ich kann halt einfach keine Distanzen sehen. Ich bin da richtig, richtig schlecht drin. Aber ich habe mein Bestes gegeben und Nuno hat auch sein Bestes gegeben. Das Blöde ist, wir konnten jetzt halt die ganze Zeit nur von der linken Seite, von der rechten Seite springen, weil der Sprung halt so aufgebaut war. Aber vielleicht machen wir es jetzt mal öfter. Schreibt mal in die Kommentare, wie das aussah. Das sah bestimmt schlimm aus. Hier, Kollege Chris ist doch wieder da. Er kommt gerade mit dem Apple Boy und will abäppeln. Was hat er jetzt gesagt? Dass ich unzufrieden bin mit den Aufnahmen, habe ich gesagt. Chris ist unzufrieden mit den Aufnahmen, aber ich glaube, man hätte da nichts besser machen können, weil die Lichtverhältnisse einfach für einen Arsch sind. Also ist jetzt halt nicht optimal. Wir hätten es vielleicht im Hellen machen sollen, aber es ist schwierig, wenn es um 16 Uhr schon dunkel wird. Ja, ich gehe jetzt mal mit Noggi runter. Noggi ist tot. Nee, okay, doch nicht. Irgendwie ist die Linse gerade super beschlagen. Oder? Das sah gerade super merkwürdig aus. Nee, nur nicht schubbern. Ja, hier sehen wir dann nochmal unseren Grund, wieso ich mein Pferd auf jeden Fall nochmal scheren muss. Vom Geschorenen sieht man einfach gar nichts mehr. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert, bis er trocken ist. Aber ich mache ihn jetzt erstmal Bett fertig und er ist so tot. Hat das dann wenigstens Spaß gemacht, Nunu? Ja. Okay, super. Nunu kriegt jetzt noch ein kleines Wärmeprogramm. Ofen an, Pferd wird gegart.
circa 10 Minuten auf Ober-Unterhitze und dann sollte der gut sein. Spaß. So, der Kleine wird jetzt ein bisschen gebraten, in der Hoffnung, dass sein 10 Meter langes Fell ein bisschen trocken wird. Mal schauen, ob das was wird. So, ich habe mich jetzt auch noch mal mit da drunter gelegt. Rein theoretisch muss ich Chris eigentlich holen. Der kann sich hier mit drunter legen, damit der mal wieder warm wird. Es ist schön. So, ich muss nur noch fertig machen. So, Leute, an dieser Stelle bitte noch mal einen kurzen Applaus in die Kommentare für Chris, der gerade den ganzen Platz abgeäppelt hat und die Sachen weggeräumt hat, aber nicht alles. Die Sachen sind komplett weg, aber ich kann da halt nicht mehr bewegen zu dem, was Apfel. Also, ein Applaus in die Kommentare, er hat alles weggeräumt, aber die restlichen Apfel liegen noch auf dem Platz. Was muss ich da machen? Also, geht's dir sonst gut? Ich kann mein Gesicht nicht mehr bewegen. Kann sein Gesicht nicht mehr bewegen. Och Mann. Wir sind jetzt in der Sattelkammer und machen einfach nur das Essen fertig. Und oh Gott, was war das dann? Ja. Ich weiß auch nicht, wo das jetzt herkam. Das ist schrecklich. Essen spielt man nicht. Ja, wir machen nur das Essen schnell fertig. Spaß! Was kommt da rein? Reis. Ein bisschen Olivenöl. Voller Blut. genau. Und was haben wir noch? Moschelpulver. Moschel? Moschel. Moschelpulver. 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 Was haben wir? Moschelpulver. Oh, ja. Oh, was haben wir? Und? Marmelade. Hä? Was? Oh, wo ist da jetzt das Ding? Achso. Oh. Was machst du denn da? Ich weiß, wie das riecht. Wenn ihr husten wollt, kann ich Moschelpulver empfehlen. Das ist sehr gut für Husten. Also fürs Husten, nicht gegen Husten. Hier. Entschuldigung, Leute, hier sind alle Anwesenden ein bisschen gestört im Kopf. Aber das ist ja auch gut so. Huch, Film kann ich auch nicht mehr. 3, 2, 1, Action. So, Nunu steht noch auf dem Paddock. Ja, viel seriöser. Nunu steht jetzt noch auf dem Paddock, ich habe das Essen hier, wir holen ihn jetzt rein, tun das Essen in die Box ist schon gemacht und das Heu ist auch schon in der Box und yeah. Achso, er hat auch schon sein Hafer. Wow, man sieht gar nichts. Ich habe Spirit eingefangen. Du musst auch was erzählen. Nunu isst. Wie Chris schon gesagt hat, Nunu isst. Nee, Spaß. Also Pferdchen steht jetzt in der Box, hat sein Abendessen. Hier ist jetzt auch schon irgendwie alles gerade stockdunkel. Hier ist auch schon keiner mehr. Und ich würde sagen... Da sind die Sterne. Da sind die Sterne. Hey, wieso ist das so nah? Ist das gesund? Oh, ja, das ist gleich viel besser. Ja, habe ich jetzt die ganze Zeit gezoomt, gefilmt? So, Leute, was machst du denn da? Was machst du denn da? Was? Das war anders, als ich mir vorgestellt habe. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. ja, Leute, wir sind jetzt durch im Stall. Wir werden schon langsam immer bekloppter im Kopf. Ich würde sagen, wir beenden das Video an dieser Stelle. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie euch das Ganze gefallen hat. Es war wie immer sehr chaotisch und dumm, aber das kennt man ja nicht anders von mir. Was hast du denn?
Das kannst du nicht posten, würde ich sagen. Mach ich aber. Oh Gott, was ist hier denn los? Also ich bin auf jeden Fall dafür, wir machen das Ganze mit dem Springen irgendwie nochmal, wenn es hell ist. Es war jetzt alles nicht so optimal. Du stehst da wie so ein Dummkopf. Oh, auf jeden Fall bin ich dafür, wir machen das Ganze nochmal, wenn es hell ist, weil ich glaube, man konnte gar nichts sehen. Top auf jeden Fall. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Folgt mir auf Insta, da bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Folgt mir einfach überall, wo man mir folgen kann. Und ich würde sagen, aua, wir sehen uns irgendwann anders wieder. Tschüss. 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 Hm, tschüss. Was willst du? Oh!